Also ein Update, was ist alles so passiert? Freifunk Rheinland Backbone, was ist das? Warum haben wir das gemacht? Was haben wir im letzten Jahr alles getan? Wer sind wir? Hallo, gerade ging's doch. Ich bin Barbarossa, / Max, Kevin, ein Takt, ein Lars, Thomas ist gerade nicht dabei, der fummelt wahrscheinlich an irgendwelchen Telefonen rum. Wir sind das Freifunk Rheinland Backbone Team. Warum haben wir das gebaut? Wer hat angefangen? Erzähl mal. Was? Du hast es gebaut, erzähl mal. Wir haben angefangen, ja. Es begab sich Ende 2014. Status quo war, dass viele Leute irgendwie so VPN-Dienste benutzt haben, um den Freifunk-Traffic loszuwerden für 5 Euro im Monat und haben dann da so mehrere 10, 20, 30, 40 Mbit abgeworfen und nach sind diese VPNs von den Anbietern abgeschaltet worden, weil es einfach zu viel Traffic war und es wirtschaftlich für die Anbieter einfach nicht mehr sinnvoll war. Und dann haben wir uns gedacht, ja, da müssen wir mal was Eigenes machen. Und warum haben wir das VPN-Zeug überhaupt gemacht? Das ist halt die rechtliche Grauzone, die hier angesprochen wird. Sprich dieses Abmahnungsproblem, was man dann noch verstärkt hatte. Aber auch heute ist es nicht ganz eliminiert. Und deswegen ist es immer noch relevant. Deswegen haben Leute angefangen, Traffic über Tunnel abzuwerfen. Wie gesagt, skalierte nicht mehr. Dann haben wir uns gedacht, machen wir mal was Eigenes. Das heißt eigentlich technisch, ja, wir machen selber Internet und nicht, wir gehen irgendwie zu einer Bude, kriegen von denen IP-Adressen und machen damit was, sondern wir besorgen uns ein eigenes autonomes System, bauen ein eigenes Netz, so wie das ein Service-Provider halt auch tut. Das heißt, wir machen das Abuse-Handling auch selber, brauchen also selber IP-Adressen, müssen uns um Redundanz kümmern und so weiter. Wollten das dann halt in verschiedene Metros aufbauen und haben dann mal losgelegt Ende 2014. Routing selber gemacht, was ein autonomes System ist, wie weit wollen wir das ausführen? Kommt gleich noch. Wenn's kommt, genau. Das ist, glaube ich, noch dein Text. Ja, dann mach ich dir mal weiter. Ja, was ist 201701? Das ist AS. Das ist Freifunk und Exit Done Right, wie der Max sagt. Ich kann ihm nur zustimmen, oder wie ein gewisser Simposep aus Karlsruhe sagt, das ist die ganz normale Provider-Technologie. Alles ganz normal, alles ganz simpel und einfach, wenn man denn weiß, was man da tut. Und was ist das? Wie funktioniert dieses Internet? Das ist grob weltweit organisiert über 5 sogenannte Regional Internet Registrars. Das sind die grün eingefärbten Bereiche. Der für uns relevante hier ist das RIPE NCC, Ressort IP European oder so, für die, die Französisch aussprechen können. Die sitzen in Amsterdam. Da kriegt man sogenannte AS-Nummern, was das ist, erklären wir gleich noch. Und IP-Adressen, die waren wichtig, die mussten wir ja irgendwo herkriegen. Und für die anderen Bereiche des Globus gibt es noch diese 4 anderen, die sich in anderen Regionen drum kümmern. Ja, die Bildschirmanzeige ist in Ordnung. Jetzt auch mit Bild hier. Ah, jetzt auch mit Bild da, wundervoll. Aber immer noch ohne Klicker. Mach mal weiter. Was ist so ein AS? Ein AS ist ein autonomes System, das heißt, ein so ein Kringel hier zum Beispiel. Alle gelben Bubbles, die da drin sind, sind Router oder Systeme, die zu diesem AS gehören. Das heißt, ein AS fasst eine Menge von Netzwerkkomponenten zusammen, die unter einer administrativen Hoheit stehen. Es könnte zum Beispiel sein, das ganze Netz der Telekom, das weltweite Netz der Telekom, also ein paar hundert, paar tausend Geräte, man weiß das nicht so genau. Oder das Kongressnetz. Oder das Kongressnetz, was zum Beispiel AS13020 ist, was hier drauf steht. Oder so ähnliche. Und davon gibt es halt, oder das von Google, ja. Davon gibt es halt eine ganze Menge. Eins davon sind wir. Da ist das Mikro alle. Und da war das Mikro alle. Eins davon sind wir, der Freifunk Rheinland Backbone mit der AS-Nummer 201701, die wir vom RIPE gekriegt haben. Das heißt, in so einem Graphen hängen wir auch drin, haben diverse Peerings, zum Beispiel ein direktes mit Google, was wir letztes Jahr gebaut haben, mit einigen großen Providern. Dieses Jahr haben wir das gebaut, stimmt. Und führen dafür den ganzen Traffic ab, den wir von euch kriegen. Oh, es geht wieder. Das heißt, wir sind Teil der sogenannten Default Free Zone. Das Bild ist jetzt schon ein bisschen älter. Mittlerweile sind wir dabei 740.000 Routing-Einträgen, glaube ich, in der globalen weltweiten Routing-Tabelle, wo alle weltweiten bekannten IP-Netze drinstehen, also sprich öffentliche IP-Netze, von denen wir auch einen Teil gekriegt haben vom RIPE, nämlich genau das da. Das ist der Block, den wir mal zugewiesen bekommen haben 2014, als wir LIR geworden sind, sprich Mitglied beim RIPE geworden sind als Freifunk Rheinland. Das haben wir aufgeteilt in 4 Netze,
Teile davon kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr IPs von uns habt. Dann habt ihr nämlich IP-Adressen aus einem dieser Bereiche. Eins nutzen wir als Infrastrukturteil und das andere sind Prefixe, die wir auf die drei Standorte verteilt haben, die wir mittlerweile aufgebaut haben. Berlin, Düsseldorf und in Frankfurt. Das heißt, das sieht ungefähr so aus. Das /22 gibt es überall. Das heißt, irgendwie kommt man immer zu uns und vielleicht gibt es einen kürzeren Weg zu einem der spezifischeren Netze, aus dem wir dann auch IP-Adressen für euch verteilen. Hat der Herr Herms dem was hinzuzufügen? Nö. Das war einfach. Als wir die hatten, schnell durchlauf die Historie, das kann der junge Mann mal erzählen, der es selber gebaut hat. Ja, also wie eben gesagt, Ende 2014 ging es los, September, August sind wir leer geworden, September ging es dann ab nach Frankfurt. Ich bin da hingefahren, habe da ein paar Bleche abgeworfen, zwei Stück, bei einem befreundeten Service-Provider. Da hat man einfach ein paar Rechner versteckt, von denen wusste offiziell niemand, dass die existierten. Die hat man mit zweimal ein Gbit angebunden. Zeitgleich ist Thomas nach Berlin gefahren, hat zwei Bleche bei in Berlin im Albin-Kontor, Speedmount Data Center versenkt, auch mit zweimal ein Gbit angebunden. Und dann kam das AS damit das erste Mal online an dem Tag. Abends traf man sich in Düsseldorf. Ja, vier Router hat das Ding dann initial gehabt und 4 Gigabit Capacity. Und dann im Oktober 2014 kam auf Thomas' Initiative hin dann noch ein Pop in Düsseldorf dazu bei Interaction. Das war, da waren wir Untermieter bei Airbone zu Beginn, auch nochmal mit zweimal ein Gbit angebunden. Da haben wir dann schon 6 Gigabit, mit dem wir loslegen konnten. Dann ja, im Dezember 2015, also es lief erstmal eine Weile. Und nach einem guten Jahr ist in Frankfurt dann irgendwie die Hardware kaputt gegangen. Erst der eine Router und 3 Tage später der andere. Und es kam auch nicht wieder und es war auch nicht zu reparieren. Und weil das eben so versteckt war bei diesem Provider und das offiziell niemand wusste, kamen wir an die Hardware auch nicht mehr ran, konnten die auch nicht reparieren, geschweige denn austauschen. Deswegen haben wir das dann im April, Mai 2016 komplett neu gebaut und haben dann da neue Maschinen verbaut in einer anderen Lokation innerhalb desselben Data Center Campus, also auch bei Interaction in Düsseldorf. Da sind wir jetzt Untermieter bei IPHH, in Frankfurt bei IPHH. Ja, dann haben wir das ausgetauscht. Und dann hatten wir wieder 6 Router. ja, bei diesem Rebuild sind ein paar neue Sachen dazugekommen. Wir haben dann die ersten Internet-Exchanges auch konnektiert. Wobei wir hatten vorher in Berlin schon E-Kicks und B-Kicks konnektiert mit jeweils 10G und angefangen 10G-Routing zu machen. Und dann kam noch E-Kicks in Frankfurt dazu. Die haben uns dann da netterweise einen Port bereitgestellt mit 10 Gigabit. Und zwischen unseren Standorten jeweils auch noch ein Transportdienst Layer 2 mit einem Gigabit von Frankfurt nach Berlin, Berlin nach Düsseldorf und Düsseldorf wieder nach Frankfurt, dass wir dann einen schönen Ring für unser Netz hatten. Davor wurde das AS durch Gerättunnel über das öffentliche Internet zusammengehalten. Wir hatten ja nichts. Ja, next. Ja, es ging weiter. Wir haben dann im Mai, Juni 16 haben wir auch noch in Düsseldorf das alles umgebaut. Es sind zwar keine neuen Router da hingekommen, aber wir sind umgezogen in ein anderes Rack, wo wir auch die Möglichkeit hatten, dann ja, eigene Cross-Connects zu bekommen. Also bei Airborne war es immer ein bisschen schwierig, Vorverkabelungsports zu belegen. Es ging so mit 1-2 Ports los und dann irgendwann hat man dann so Meinungsverschiedenheiten bekommen und dann gesagt, okay, dann suchen wir uns was anderes, wo wir flexibler sind. Das haben wir dann gemacht und haben uns dann auch noch Transits besorgt von der Init7 von der LWL.com, jeweils mit 10 Gigabit für Ume und der E-Kicks in Düsseldorf auch zwischenzeitlich dazugekommen. Und im August 2016 kam dann nochmal 10 Gig von Core Backbone dazu in Frankfurt, die auch bis heute existieren. Dann ist noch was sehr Cooles passiert. Initial in Berlin im Speedbone, also im Albuin-Kontor, haben ein paar nette Menschen einen Community AX gegründet, also quasi einen Internet-Exchange für Community-Geschichten, wo sich ISPs anschließen können mit, hey, ich möchte Bandbreite sponsoren. Das tun mittlerweile eine ganze Menge. Retten ist da zu nennen. Wen darf ich denn nennen? Das steht alle auf der Homepage. SysElevn ist schon länger dabei. Die haben uns vorher gesponsert. Die wurden umgezogen auf den Community AX. Alles so mindestens 10 Gig oder mehr. LWL.com steckt da mit dran. Die haben eine eigene Webseite. Wenn man die googelt, kann man da kann man die mit Geld bewerfen, damit sie neue Switche kaufen können oder andere tolle Dinge tun.
und da stecken mittlerweile auch einige große ISPs mit dran. Da hängen wir auch mit dran und es gibt mittlerweile einen zweiten Standort in Frankfurt. Dazwischen gibt es eine Verbindung und in Frankfurt gibt es auch einige neue Sponsoren. Das nutzen sowohl wir als auch einige andere Freifunker, die da direkt drauf hängen, die auch ein eigenes öffentliches AS haben. Ich glaube, die Darmstädter sind da schon drauf umgezogen oder die Frankfurter selber. Ja. Das ist eine sehr coole Geschichte. Das läuft jetzt seit 2 Jahren, Tendenz steigend. Da kommen auch immer mehr namhafte Provider wirklich dazu, die wirklich Community-Projekte mit Bandbreite unterstützen möchten, weil sie das einfach nicht wirklich stört. Das kostet die nichts. Sie tun damit eine gute Sache für einen guten Zweck. Auch noch Ende 2016. Man sieht so ein bisschen Sägezahn links. Wir haben mal neues Monitoring gebaut. Und der Herr Herms hat das auf einer Kiste bei sich gehostet initial und hat sich keine großen Gedanken darum gemacht, was die virtuelle Netzwerkkarte für einen Typ hat, hat den Default gelassen. Und wir haben eine ganze Weile uns gefragt, warum sind eigentlich diese scheiß Traffic-Graphen so zackig? Warum ist das so ein Sägezahnmuster? Das passt eigentlich nicht zu dem, was man so erwartet. Und ungefähr hier haben wir es rausgefunden. Da haben wir nämlich die Netzwerkkarte von Realtek auf eine KVM World.io Netzwerkkarte umgestellt. Selbst die virtuellen Realtek-Netzwerkkarten sind scheiße. Seitdem ist die Welt besser. Nochmal ein bisschen weiter zurück. Traffic-Statistik Ende 2015. Man sieht so, ein bisschen gekratzen an den 4 Gig hier Ende. Noch weiter. Und das ist ein bisschen eskaliert binnen eines Jahres. Das heißt, an dem Zeitpunkt merkte man schon, wir haben so langsam Packet-Drops, gerade in Frankfurt, wo das meiste durchgeht. Viele Leute präferieren die Tunnel in Frankfurt. Wir kriegen den meisten Traffic in Frankfurt rein. Das heißt, gerade der Traffic zu uns, zu euch, ist ja eher die Richtung, die genutzt wird, weil Menschen eher Dinge runterladen, surfen, Katzenvideos gucken, was auch immer tun. Das heißt, das kam primär in Frankfurt an, weil wir da an vielen Exchanges hängen. Und gerade die Kisten in Frankfurt kriegen dicke Backen mit irgendeinem Dual-Core-CPUs und den alten gesponsorten Blechen. Das heißt, ab da habt ihr auch gemerkt, dass die Bleche am Ende waren. Wir haben das auch gemerkt. Es war also an der Zeit, geht das? Hardware zu kaufen. Was wollten wir haben? Möglichst viele Kerne, damit sich die ganze Load auf viele Kerne verteilen lässt. Schöne, dicke, seriöse Netzwerkkarten, wie wir mittlerweile sagen würden, die das auch auf viele CPUs verteilen. Ein HE, weil Platz kostet Geld in Rechenzentren, trotzdem schon zweimal Strom. Es soll ja eben laufen, auch wenn mal irgendwo ein Interaction-Rechenzentrum stromlos wird. Ein paar mal 10 Gig, ein paar mal 40 Gig. Und vielleicht noch bei der Switcher einsparen, denn Strom zahlen wir selber. Das heißt, die laufenden Kosten zu drücken, war tatsächlich ein Thema. Einmalige Hardwarekosten kriegen wir vom Land. Deswegen haben wir dann auch einen Förderantrag geschrieben, noch relativ fix Ende des Jahres, und haben knapp 60.000 Euro angefordert und in 6 neue Server investiert und ein paar neue Switche. Das sind geworden damals Latest and Greatest Gen 10 HP-Hobel mit ein bisschen guten Innereien. Da stecken eine ganze Menge Ports schon drin. Die Kiste hat Onboard 2x10 Gig. Wir haben noch reingesteckt 4x10 Gigabit, auch noch als direkte Netzwerkkarte, und haben gesponsert bekommen 3 Mellanox-Karten, respektive haben 3 gekauft. Das heißt, pro Standort gibt es eine Box mit 1x40 Gig und eine Box mit 2x40 Gig. Das heißt, wir konnten aber auch pro Standort, wo es noch keinen vernünftigen Switch gab, einen Juniper EX 4600 anschließen mit 40 Gig an die Router und konnten dann da Fanout machen für 10 Gig, für Exchanges, für ein Google Peering etc. pp., was wir nicht direkt auf die Router gesteckt haben. Das heißt, wir haben pro Standort eine Kapazität von, was haben wir da jetzt erreicht, theoretisch 240 Gigabit reiner Schnittstellenkapazität, die wir durch diese Boxen durchschaufeln können. Das heißt, use more bandwidth. Ab jetzt geht's wieder. Das Deployment, da haben wir uns erstmal sehr gefreut. Das sind die ganzen Kisten, die standen bei Thomas im Rechenzentrum, als wir sie aufgesetzt haben in Dortmund. Haben das ganze Zeug zusammengebaut, installiert, schon mal im Lab aufgesetzt, damit wir es nachher nur noch ins Rechenzentrum tragen, was ja sicher ganz schnell geht. Das alte Zeug rausreißen, das neue Zeug reinbauen, nach Hause fahren und freuen. Soweit die Theorie. Dann kam Interaction. Wir warteten ungefähr 3,5 Stunden darauf, dass sie den richtigen Schlüssel finden oder den Schrank aufbrechen. Es ist Letzteres passiert. Also ein Schlüssel, den sie haben müssten für einen Schrank, der ihnen gehört. Lange Geschichte. Kriege nur schlechte Laune, wenn ich das erzähle.
Aber bei der Gelegenheit haben wir auch den ersten 10 Geeklink zu Google hochgenommen. Google hat uns angemeldet, ey Leute, wir machen so viel Traffic auf dem DickX, sollen wir nicht mal direkt ein Kabel werfen? Ihr bezahlt das erste, wir bezahlen dann das nächste. Okay, liebes Google, wir können nicht bezahlen, ihr bezahlt den ersten und wir machen das, alles klar. Seitdem haben wir einen direkten 10-Gig-Draht zu Google und da sind auch Multi-Gigabit-Traffic drauf. Also was auch immer Menschen deutschlandweit so tun im Freifunk, sie gucken anscheinend sehr viele Katzenvideos auf YouTube oder Hangouten oder was auch immer. Das heißt, nach diesem Tag, nachmittags, war das Setup dann einmal neu gebaut. Man sieht die zwei HP-Kisten. Die dicken Kabel hier sind 40-Gig-DAC-Kabel, die auf die Router direkt gehen. Unten auf dem Switch hängen ein paar Exchanges drauf und die gelben Strippen, die aus den Routern direkt rausgehen. Links sind 10-Gig-Verbindungen für Transits oder Peerings oder Exchanges, die wir dann zweimal haben, wie zum Beispiel den Community-AX, sprich dieses aufgeteilte Kabelchen hier. Sieht man, geht zum Community-AX. Das haben wir auf beide Router direkt gesteckt. Das heißt, selbst wenn der Switch abraucht, haben wir immer noch Konnektivität nach außen. Mit dem bisschen Hardware haben wir versucht, möglichst redundantes Setup zu bauen, was trotzdem immer noch performt. Das war Frankfurt. Am selben Tag abends ging es dann nochmal nach Düsseldorf. Genau, die anderen beiden sind ja morgens nach Frankfurt gefahren und wir haben uns dann irgendwann nachmittags, so 17 Uhr, auf dem Weg nach Düsseldorf gemacht und die Ankunft hat problemlos geklappt. Also wir haben den Schlüssel bekommen und auch Zugang, das war alles ganz gut. Dann haben wir die Hardware eingebaut, waren wir auch irgendwann mit fertig und dann kam um 11 Uhr so der Sicherheitsmann an, der wollte einen REC-Schlüssel wieder haben, weil wir hatten dann noch was anderes erledigt, haben den dann abgegeben, hat er mitgenommen, wir uns nichts bei gedacht, wir weiter gefummelt. Dann dachten wir, ja, booten wir alles nochmal durch, um zu gucken, ob auch alles reboot-safe ist, so wie man das so macht. Und ja, dann eins weiter bitte. Ja, bootet einer unserer neuen Server nicht mehr, dann habe ich zum ersten Mal auch ein HP Red Screen gesehen, eingeführt mit der Generation 10 für besonders tolle Hardwarefehler. Nächste. Genau, haben wir diverse Sachen ausprobiert, irgendwie Rescue-CD versucht zu mounten, stromlos, NVRAM resettet, alles irgendwie nicht funktioniert. Dann haben wir gesagt, komm, ein Router läuft, fahren wir mal nach Hause. Dann gehen wir runter in Düsseldorf zur Schleuse und sagt die Schlüssel, nö, darfst du nicht rein. Also wir waren im Rechenzentrum gefangen vor der Sicherheitsschleuse, sie hat uns nicht rausgelassen. Dann dachten wir, okay, gehen wir oben in diesen Aufenthaltsraum, da ist so ein Telefon, nehmen das Telefon hoch, so, oh, kaputt. Dann ja, sind wir sehr oft rauf und runter gelaufen und haben irgendwo Telefonnummern gesucht und keine gefunden. Aber der Sicherheitsmann hat wohl die Überwachungskamera angeguckt und kam uns dann besuchen, hat uns dann auch rausgelassen. Aber so Interaction hat sich an diesem Tag bei beiden Teams, ja sagen wir mal, beste Kundenzufriedenheit reklamiert oder mitpräsentiert. Ja, schon. Genau. Ja, das kaputte Blech haben wir ja dann da gelassen, also habe ich am nächsten Werktag quasi einen Case bei HP eröffnet und die haben gesagt, ja, ist bestimmt das Mainboard. Dann dachten wir, ja, Mainboard tauschen im Rechenzentrum mit HP-Termin koordinieren, dann zu Bürozeiten und so, alles irgendwie schwierig. Haben wir gesagt, komm, nehmen wir die Hardware für Berlin, die ja noch im Keller stand quasi, bauen die da ein und tauschen das. Tauschen die Hardware, fahren alles wieder hoch, gleicher Fehler. Haben wir langsam angefangen, alle Karten auszubauen und am Ende haben wir rausgefunden, ja, es war ein SFP aus unserer Mülltonne quasi, was wir irgendwie hatten, was mit der neuen Intel-Karte nicht mehr kompatibel waren und hat man dieses SFP gezogen, ging der Server auch wieder. Also viel Ärger quasi für nix. Oh. Ja. Und dann war dieser Tag, wo FRA 5 stromlos war. Wir waren vorher übrigens in FRA 2, nicht in FRA 5, das möchte ich anmerken. Das war eine Woche, nachdem wir da waren in Frankfurt, beziehungsweise zwei Tage? Kurz nachdem wir da waren, irgendwann, ich wollte abends in die Uni, in der ich arbeite, ins Netz, komm da nicht hin. Kisten in der Uni kaputt? Nee, geht alles. Das Internet wackelt hart. Kisten in Frankfurt laufen noch. Irgendwann kriegte man so per DNOG raus, es wackelt gerade überall und in Frankfurt ist ein Raum in einem oder ein komplettes Gebäude von Interaction Frankfurt ist aus. So aus, dunkel. Unsere Kisten standen woanders, aber der Switch beim D-Kix, auf dem wir hängen, der dafür auch nachher sehr viel Haue gekriegt hat, fälschlicherweise, hing wohl in FRA 5. Das heißt, während, wann ging das los? Ich glaube, 9:30 nachts hat es irgendwie angefangen zu scheppern. Um 1 kam es mal kurz wieder und um 3 war es wieder aus. Zwischendrin waren alle unsere Sessions am D-Kix weg. In unseren Traffic-Graphen sah man das auch. Das lag wohl daran, dass Vodafone auch in FRA 5 stand, zumindest die zentralen Einwahlserver oder irgendwie sowas. Sieht man in vielen Graphen. Keine Sessions mehr am D-Kix.
Das Internet hat es gemerkt, wir waren es nicht. Ja. Ja, Deployment Berlin, das war ist eigentlich eine Odyssee so ein bisschen auch gewesen. Jemand anders, TM, wollte eigentlich immer bei Gelegenheit das einfach mal erledigen, hat es aber dann doch irgendwie nie getan. Und irgendwann kam der Vorstand auf mich zu und sagte, ja, wir müssen einen Sachbericht vielleicht mal bald abgeben zu der Sache. Es läuft jetzt schon ein halbes Jahr, wie ist denn der Status? Und sag ich, ja, ist halt nicht fertig. Ja, dann mach mal fertig. Ja, aber ich wollte eigentlich ab September erstmal 3 Wochen Urlaub machen und nicht irgendwie in Pop fahren und Zeug deployen. Aber irgendwie, naja, es ist doch an mir hängen geblieben und ich bin dann mit dem Vorstand persönlich nach Berlin gefahren, mit dem Auto auch noch. Eigentlich wollte ich die Hardware da hinschippern. Tut euch selbst einen Gefallen, wenn ihr Hardware habt, die irgendwo hin muss. Entsorgt nicht alle Kartons an Tag 0. Das ist nicht schlau. Da ich keinen Karton hatte, musste ich dann ein Auto mieten, ab Essen, bin nach Dortmund gefahren, hab das Zeug eingeladen, bin dann nach Berlin weitergefahren, das ist stressig und naja, dann haben wir das da mal ausgetauscht in Berlin. Das ging dann, als wir da mal vor Ort waren, ging das recht schnell und alles ziemlich schmerzfrei und ja, seit, ich glaube, 15. September ist es auch komplett deployed und alle alten Router sind weg und ja, alle Knoten haben den gleichen Standard. Ja, Backbone 3.0 hat alles länger gedauert als geplant mit dem Deployment und so weiter. Wir wollten eigentlich auch irgendwie die Hardware im Januar auf dem Hof stehen haben oder eigentlich irgendwie im Februar, März alles deployen und irgendwie ist dann doch September geworden, bis man durch war. Ja, Kartons nicht entsorgen, habe ich ja gerade schon gesagt. Neue Routerbandbreite in Summe, wenn man alles zusammenrechnet, können wir theoretisch 720 Gigabit die Sekunde befördern. Vorausgesetzt, jedes Päckchen geht nur durch einen Router, nicht durch mehrere. Das ist aber auch ein theoretischer Wert, weil faktisch die CPUs wahrscheinlich nicht reichen werden, um diese Menge an Bandbreite zu bewältigen. Kommt vielleicht darauf auf die Paketgröße. Wenn alle die maximale Paketgröße hätten, könnte man vielleicht in die Nähe kommen der Bandbreitenkapazität. Aber ich schätze mal, dass wir eher so realistisch vielleicht 200 Gbit schieben könnten, wenn wir wollten. Ich glaub, ja, wir wollen natürlich, aber die Last ist halt nicht da. Dafür müsst ihr mehr Bandbreite benutzen. Ich glaube, aktuell liegen so 8 bis 10 Gbit irgendwie immer noch an. Ja, also da ist noch Luft, da geht noch was. Ja, es gibt keine Q-Drops mehr. Also das hat sich vorher mal so gezeigt, dass auf bestimmten Queues die CPU nicht mehr in der Lage war, die Pakete recht schnell genug aus der Queue rauszunehmen, bevor die Queue übergelaufen ist. Und wenn die überläuft, dann verliert die eben Pakete. Und das ist der Packet Loss, den ihr vielleicht beobachtet habt über eine Weile. Ja, ist jetzt wieder Top-Performance im besten Netz, wie wir sagen. Ja. Ja, so im September bin ich irgendwie dazu geflogen. Das war irgendwie so auf der Frostcon. Bei deinen Netzwerk-Talks habe ich den Takt versucht, mit einer Mate zu bestechen, um neue Tunnel zu bekommen. Dann hat Takt mir erklärt, dass er jetzt keine Lust hat und meinte, mach das selber. Ich glaube, eine Woche später gab es dann irgendwie eine Session mit kleiner Einweisung und seitdem darf ich Tunnel machen. Und ja, ist eine nicht zu unterschätzende Arbeit. Also hat mich sehr gewundert, dass das doch so komplex ist und so lange dauert. Ja, mittlerweile habe ich einige Tickets bearbeitet und bin da auch etwas schneller geworden. Aber ihr dürft jetzt wieder Tickets aufmachen und IPs ändern, wenn ihr wollt. Das geht jetzt etwas schneller. Ja, die werden jetzt wieder zeitnah bearbeitet. Vielen Dank an diesen Herrn. Weil wir hatten einfach nach Jahren jetzt wirklich nicht mehr so viel Lust, diese wiederholende Tätigkeit zu erledigen. Das hat der ein oder andere vielleicht auch gemerkt. Das liegt aber auch, also dass es so lange dauert und so komplex ist, liegt aber auch an unserem bescheidenen Tooling. Und deswegen haben wir uns auch im Sommer mal zusammengesetzt, im Frühjahr, was so, wann war denn das? April, Mai, Juni, irgendwann so, schon eine Weile her. Haben sich ein paar Leute zusammengefunden und haben angefangen, was zu bauen. Grubenlampe, Steiger und Co. Der Status ist der, dass einiges an Software existiert, aber es ist nicht vollständig integriert und man müsste noch mal irgendwie sich zusammensetzen. Ich glaube, der Max möchte dazu noch was sagen. Also die Vision, die wir haben, das ist, ist die Grubenlampe. Es soll ein System geben, wo ihr euch registrieren könnt als Person und als Community. Dann müssen wir einmal die Community freischalten, quasi damit wir sagen, ja, die Community hat diese AS-Nummer, das passt, diese Beziehung gibt es schon oder das kollidiert nicht mit irgendwas.
wenn das passiert ist und ihr App-Use-Kontext beim RIPE angelegt habt, die auch hinterlegt sind, wir die auch freigeschaltet haben, könnt ihr euch danach selbstständig Tunnel klicken. Das heißt, es wird ein Budget geben an IP-Adressen, entweder schon ein vorhandenes, was dann übernommen werden muss einmal oder vielleicht ein zukünftiges von 1, 2, 3, 4, weiß ich nicht, IPs pro Community, das müssen wir uns noch überlegen. 4, sagt der Lars. Dann könnt ihr sagen, okay, das ist unsere IP, gibt es vielleicht mal einen kleinen Ping-Check automatisiert und danach werden 6 Tunnel automatisch provisioniert zu jedem Router einem. Historisch hatten wir 2 bis 3 Tunnel pro euer Endgerät. Mittlerweile ist die Idee, das auf alle 6 Server auf unserer Seite aufzubohren, um halt N+5 Redundanz zu machen. Respektive, wenn bei uns der Traffic irgendwo reinkommt auf einem Blech, dass wir das nicht intern durch unser Netz schubsen müssen, sondern es sofort zu euch rausgeht, damit wir halt nicht unsere Bandbreite zwischen den Kisten mit irgendwas füllen, was wir direkt loswerden könnten. Und ab dann soll das automatisch passieren. Das heißt, wenn ihr sagt, hier, diese IP hätte ich gerne, baut mal Tunnel, dann wird im Hintergrund irgendein Job angetreten, respektive das wird bei uns in einem Netbox eingetragen, automatisiert. Und der Steiger poolt sich das dann, es gibt eine Schnittstelle, die ist auch schon fertig, das poolt sich das aus dem Netbox raus, in einen Salt rein, verteilt das auf unsere Backbone-Router. Der Steiger guckt nach, ob es geklappt hat und gibt dann ein grünes Licht. Das heißt, der Teil soll dann automatisiert werden. Das ist genau das, was gerade der Kevin-Demon macht. Das skaliert aber halt nicht so richtig gut, wie wir alle schon festgestellt haben. Und ihr auch, weil die Tickets lange dauern. Das ist noch ein bisschen Arbeit. Das alles zusammenzustöpseln ist gar nicht so trivial. Das wird aber hoffentlich im Laufe des nächsten Jahres, sagen wir mal, ich bin mal bold, ich behaupte, dass wir da erste Hälfte nächsten Jahres vielleicht mal endlich was an den Start kriegen. Machen wir uns selber mal ein bisschen Druck. Sag doch einfach zu Ostern, dann haben wir noch Luft. Zu Ostern, welchen Jahres? Ja, genau. Wir arbeiten dran. Manchmal. Genau, das hatte ich gerade schon erzählt. Eine Neuerung haben wir noch. Es wurde aktuell ist ja die Policy, ihr kriegt von uns einen /48 aus unserem PA-Space, also sprich aus unserem großen IPv6-Space, den wir vom RIPE haben. Könnt uns das überall announcen, bis runter auf /56 Netze. Es gibt einige große Communities, die ein bisschen Traffic Engineering machen wollen und kleinere Prefixe announcen, zum Beispiel um jedes Gateway direkt ansprechen zu können. Da gab es ein bisschen Haue mit, oh, das geht aber bei euch jetzt gerade gar nicht. Haben wir eingesehen, dass das vielleicht ein Problem ist. Und die Idee wäre jetzt, ihr könnt uns dann auch bis /64 runter announcen, nachdem ihr uns einmal Bescheid gesagt habt. Das haben wir noch nicht global überall umgestellt. Also wenn das für euch ein Thema ist, bitte eine Mail schicken, dann können wir das umbauen. Dann wird es aber trotzdem noch einen Route-Limit geben, dass ihr uns maximal 50, 100 Prefixe, müssen wir dann mal aushandeln, pro Session gebt, damit nicht unsere Routing-Tabellen explodieren. Problem angekommen, Lösung vorhanden. Wenn ihr das Problem habt, sagt uns Bescheid. Willst du, soll ich? Fang mal an. Okay, ich fange mal an. Seit wann ist das durch? Seit einem Jahr hat jemand beim RIPE mal gemacht, dass man auch PI-Space IPv6 nutzen kann für Freifunk. Das war vorher ein Policy-Problem, das ist aus der Welt geschafft. Seitdem haben wir mehr Anfragen für Menschen, die das nutzen wollen. Grundsätzlich routen wir euch das gerne, aber das macht keinen Sinn, finden wir, dass ihr euch PI-Space holt irgendwo und den nur über uns announced. Das ist nicht Sinn der Übung. Dann machen wir die globale Routing-Tabelle für IPv6 größer, aber es hat keiner was davon. Das macht primär dann Sinn, wenn ihr einen zweiten Upstream habt, der vielleicht nicht unbedingt ein HE-Tunnel ist, sondern irgendwie einen ISP vor Ort, der euch das Netz announcen würde, den Traffic sponsort, dann machen wir das gerne als Backup. Wir würden nur ungerne den Sponsoring-Lear dafür machen. Das heißt, es wäre cool, wenn jemand anders euch die offizielle AS-Nummer, die ihr dann braucht, und den PI-Space gibt. Das Handling über den Verein ist ein bisschen doof, also das ist bürokratischer Aufwand. Dann müssten wir hinter euch herlaufen und euch im Zweifel eine Rechnung schicken für die Kosten, die wir für den PI-Space haben, was ungefähr ein Fufi pro Jahr ist. Das heißt, es wäre elegant, wenn ihr dafür jemand anderen findet, zum Beispiel den lokalen ISP, der euch dann auch den Traffic sponsort. Der ist ja üblicherweise Lear in 99% der Fälle. Und das macht dem dann wahrscheinlich auch nichts mehr. Hat der Lars dem was hinzuzufügen? Alles gut. Ja, so kann ich auch nochmal bestätigen, was Max gesagt hat. Wir machen das gerne und wir konfigurieren das auch, wenn das Arbeit ist, aber halt, wo es irgendwie Sinn macht. Nicht, dass jetzt jeder sagt, ich will unbedingt PI-Space haben, damit ich eine tolle eigene IPv6-Nummer habe quasi, die ich mir einfacher merken kann oder so. Das macht einfach nur Arbeit, macht das Internet voll und ja, Verwaltungsaufwand. Da sind wir dann nicht dabei. Aber wenn jetzt einer sagt, hier, was weiß ich, die Stadtwerke Mannheim würden uns Upstream geben, aber wir haben keinen Sponsoring-Lear und keinen PI-Space, dann können wir da bestimmt eine Lösung finden, irgendwie mit Vorabzahlung oder so. Aber schön wäre es, wenn ihr es standardmäßig quasi woanders besorgt. Auch noch einen?
Genau, AirViews kann ich auch was zu sagen. Es ist weniger geworden. Also von offiziellen Behörden haben wir quasi wenig Post bekommen. Was wir quasi noch täglich vom ZERT kriegen, ist irgendein Gerät im Freifunk hat irgendeinen Wurm und ruft irgendeinen Command- und Control-Server an. Da ja, machen wir halt zu, können wir nichts gegen machen. Auch vielleicht mal lobend erwähnt, diese üblichen Mails, dass jemand den RPC-Bind offen lässt und die sind auch weniger geworden. Ja, also von unseren Kunden schon. Wir haben da einen so einen speziellen Kunden, den wir gleich nochmal besuchen müssen vielleicht, aber das ist auch besser geworden. Also sonst hatten wir, was weiß ich, vielleicht 10 oder 15 Anfragen von irgendeiner Polizeibehörde und jetzt waren es, glaube ich, dieses Jahr 2 oder 3. Also es ist echt ruhiger geworden. Wobei die erfahrungsgemäß mittlerweile zum Teil auch bei den Communities direkt ankommen und das sind so Telefonate, die dann 52 Sekunden dauern, sehr freundlich sind und man verabschiedet sich und wünscht sich einen guten Tag. Die E-Mails sind nicht anders, das stimmt. Ja, ganz großen Dank an all die Menschen, die hier stehen. Der B-Kick sponsort uns 10 Gig in Berlin, Init 7, 10 Gig in Düsseldorf, LWL.com 10 Gig in Düsseldorf, Sys11 hängt am Community AX und sponsort uns 10 Gig primär in Berlin. Speedbone, auch in Berlin. Arista hat Hardware gedroppt. Der D-Kix gibt uns 10 Gig in Frankfurt und in Düsseldorf und dazwischen 10 Gig, glaube ich, Welle sogar, 1 Gig. Nee, D-Kix 10. D-Kix 10 Gig. Flex Optics hat eine ganze Menge Hardware, ganze Menge Optiken dazu geworfen. Mellanox, Netzwerkkarten. Der E-Kix gibt uns in Berlin, Frankfurt, Hamburg und, was vergisst, Düsseldorf jeweils 10 Gig zwischen den Standorten, 1 Gig Transport, was auch sehr cool ist, um das Netz hochzuziehen. In Berlin steht das ganze Blech rum, Core Backbone sponsort, NLRX sponsort mittlerweile nur noch in Frankfurt und Düsseldorf, weil sie Berlin abgerissen haben als Standort. Und Green IT hat, glaube ich, die Hardware, einen Switch gesponsort. Ohne die wäre das alles nicht möglich. Großen Dank unseren Sponsoren und Supportern und natürlich auch das Land NRW. Ohne die 60.000 Euro letztes Jahr aus der Freifunkförderung, die es seit 2015 gibt, hätten wir den Hardware-Refresh nicht machen können und diesen ganzen Stapel an Hardware hätte man sich so leicht wahrscheinlich nicht erschnorren können. Das heißt, ohne Land NRW, respektive die damalige rot-grüne Landesregierung und die jetzige, wären wir auch nicht da, wo wir jetzt sind. Also auch großen Dank an die Politik an der Stelle. Das wäre es von unserer Seite. Fragen? Kritik? Lob? Beschimpfung. Das war jetzt Lob, Fragen, Beschimpfung. Keine? Dann Dankeschön.